Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. So, im letzten Part haben wir uns ja den Möbelkatalog gegönnt. Haben natürlich jetzt nicht mehr so viel Geld, aber haben unser Haus schon ein bisschen schick gemacht. Oder unseren Vorbau auch hier. Ich habe den Morgen damit verbracht, ein paar der Zäune zu reparieren. Sie sollten so gut wie neu sein. Ich habe auch das Wasser für Felix aufgefüllt. Ah, es fühlt sich so großartig an, draußen zu sein. Ich könnte den ganzen Tag hier verbringen und jede Kleinigkeit beobachten. Das ist aber lieb, meine liebe Penny. Hallo, mein Freund. Der Bergsee war mir in letzter Zeit wohlgesonnen. Ich würde gern mein Glück mit dir teilen. Linus, sehr schön. So, du hast was bekommen. So, meine Verkaufskiste war ja da und ich habe, glaube ich, gerade gesehen auch... was wollten ihr haben? Bringe eine Muschel. Moment, so eine Muschel könnten wir theoretisch gesehen... Könnten wir ja theoretisch gesehen haben, oder? Ja. Eine haben wir. Da müssen wir natürlich mal ins Meer gehen. Und mal schauen... Ja, die Lachse sind glücklich, ihr seid glücklich. Ich habe, glaube ich, auch gesehen, dass ich hier gar nichts reingepackt habe beim letzten Mal. Das heißt, ich schaue mal, ob ich diese Süßbären hier reinpacken kann. Das geht nämlich nicht, deswegen kann ich die nämlich, glaube ich, auch verkaufen. Nee. So, das nehme ich alles mit. Das nehme ich mit. So, die Sternfrucht kommt hier zurück. Ja, wie gesagt, die Süßkartoffel kann ich verkaufen. Das bringt mir hier überhaupt nichts. Die Statue, die würde ich gerne lieber doch hier rübersetzen. So, vielleicht bauen wir heute mal noch ein bisschen. Ich brauche auf jeden Fall Fasern. Weil ich noch ein bisschen Gras bei mir verteilen möchte. Fasern könnte ich, glaube ich, auch kaufen bei... Robin, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, ihr wart heute wieder ergiebig, sehr gut. Vielleicht ist ja auch ein neuer Dino geschlüpft. Und ich habe heute auch sehr viel Glück, so wie ich das sehe. Hinten habe ich auch Gras hingepflanzt. Und hier unten im Keller könnte ich... theoretisch gesehen auch noch mal ein bisschen was anbauen. So, und hier müsste ich irgendwann wirklich auch mal noch ein neues neue Fässer oder so hinstellen. So, dann gehen wir mal noch zu unseren Kühen. Und dann muss ich mal schauen, dass ich irgendwo ja Fasern kriege. Dass ich mir ein paar Grasbüschel machen kann. Und auf die Ingwerinsel wollte ich eigentlich auch noch gehen. Oh, ich wollte noch so viel machen heute. Ich wollte eigentlich noch so viel machen. So. Das kommt da rein. Moment, dann mache ich hier Dinosaurier-Ei. Das kommt hier rein. Das Entenei, das Goldene und das Goldene. Und die anderen beiden packe ich hier zurück. Nein, du sollst... So, Moment, jetzt habe ich nichts weiter. Das ist alles nur zum Verkaufen gewesen. Gut, dann sind wir ja hier schon durch. Wenn wir zum Strand gehen, vielleicht finden wir da ja noch eine weitere Nautilus-Muschel. Falsch, Verkaufsstand war hier. Da muss ich mich noch echt dran gewöhnen. Da habe ich ja nun schon einmal krass hingepflanzt. Die Muschel nehmen wir mal mit. Das Holz können wir dort oben reinpacken. So, also das kommt da rein.
Und dann meine Köder kommen hier rein. So. Ja, ich finde, das ist schöner hier mit dem Umbau. Aber wo kriege ich denn jetzt Fasern her? Moment, das war doch Müll hier, oder? Müll kann ich wegschmeißen bzw. verkaufen. Müll bringt ja sowieso kein Geld. Auf der Ingwerinsel müssten wir auch. Warte mal, hier komme ich nicht mit dem Pferdchen durch, aber hier komme ich jetzt durch. Und ich muss schauen, wo ich hier Fasern herbekomme. Das ist ja alles Gras hier, da sind keine Fasern. Eieieiei. Das ist schlecht. Fasern müsste es aber eigentlich hier unten noch geben. Wie gesagt, wir könnten mal einen ganz kurzen Abstecher auf die Ingwerinsel machen. Halt nur so. Obwohl, es gibt, glaube ich, im Winter gar keine Fasern, oder? Die sind ja alle weg. Ach Mann, so ein Mist. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Wir könnten natürlich auch mal schauen, was wir hier für eine Aufgabe haben im Moment. Was sind eigentlich. Oh, das Haus für Penny ist auch fertig. Guckt mal, die hat ein wunderschönes Haus jetzt. Oh, das ist sogar richtig hübsch. Hey, Kid. Du hast mich beim Beten erwischt. Das hier ist mein neues Zeichen des. Meine neue Zeichen des Gefäßes-Statue. Hab ich bei Joyacom bestellt, inklusive kostenloser Lieferung innerhalb von 2 Tagen. Sagt nichts davon, Pierre. Ich habe mich im neuen Haus eingelebt. Das ist wirklich toll. Ich fühle, es fühlt sich so wie zu Hause an. Ich habe ein neues Komfort. Ich habe den neuen Komfort schon richtig zu schätzen gelernt. Oh, du brauchst nicht weinen, Pam. Oh, entschuldige. Schnief, es ist nur. Ich sollte eigentlich so glücklich sein. Aber ich war mir nicht in der Lage, beim Bier kürzer zu treten. Ich habe mich überhaupt nicht geändert. Schon seit einer ganzen Weile hatte ich das Gefühl, dass etwas in meinem Leben fehlt, Silke. Ich dachte immer, es wäre das Geld. Wenn man arm ist, verstehst du? Also glaube ich, mit diesem Haus wird alles besser. Aber das wurde es nicht. Deshalb hatte ich diese Statue bestellt. Sag etwas zu Pam. Ich bin froh, dass du zuversichtlich bist. Tut mir leid, Pam, aber Joja ist nicht echt. Nee, Joba. Ha, schau dir das an. Da werde ich doch glatt ganz rührselig auf meine alten Tage. Was? Danke fürs Zuhören, Kid. Oh, du hast aber ein schönes Häuschen bekommen hier, Pam. Wow. Also da bin ich ja echt froh, dass Pam jetzt nicht mehr hier im. Dass Pam jetzt nicht mehr im Wohnwagen leben muss. So, was haben wir denn hier noch für Aufgaben? Höhlenpatrouille, 4 Tage, 4 Tage. Ah, das ist mir alles noch ein bisschen zu kurz hier. Ich wollte eigentlich nur einen Blick mal auf die Ingwerinsel werfen gehen. Schnapp mir natürlich noch die Muscheln hier. Ja, das war eine alte Krabbe, alles gut. So, hier drüben haben wir auch noch ein paar Muscheln. Glasscherbe brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber ich nehme sie mit. Und da oben ist so eine Nautilus-Muschel, die ich noch brauche. Sehr gut. Das Problem ist, es ist schon wieder ziemlich spät. Wenn ich jetzt auf die Ingwerinsel gehe und schaue, wie meine Sachen dort gewachsen sind, dann kann es natürlich sein, dass ich mich nach Hause teleportieren muss. Und das ist aber auch ein schönes Feuer hier. Mein Pferdchen ist ja dann sowieso am nächsten Tag wieder bei mir.
Kann ich bei dir noch irgendwas kaufen? Köder, Dreher, Forellensuppe, Schatz. Angler, Doppelbett, großes Aquarium. Naja, Aquarium kommt vielleicht später mal. So, wir kürzen das Ganze mal ab. Oh, versteinertes Gerippe. Vielleicht brauche ich das noch. Bin ich mir aber gar nicht so sicher. Ja. Und eine Geode, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ist der Laden. Da könnte ich theoretisch gesehen was kaufen, aber... Da fehlt mir das Geld. Na, haben wir nicht sogar noch ein Quiz hier bei dem Kollegen? Nee. Oh, das haben wir schon fertig, oder? Haben wir das schon fertig? Im Museum spenden, aber ich kann nichts spenden. Nee, hier fehlt mir noch was und da fehlt mir noch was. Okay. Goldene Kokos. Ja, goldene Kokosnüsse. Das habe ich ja schon bekommen von dir. Muss auch mal zu diesem komischen Frosch. Ah nee, hier ist ja gar nicht meine Farm. Hier ist ja gar nicht meine Farm. Die ist ja hier unten. Knochenstücke. Hey, nee, die... Warte mal, hier gibt's aber noch... Hier gibt's aber noch Fasern, warte mal. Irgendwo nehme ich mit. Meine Farm war ja hier unten. Ach Mann. Und ich glaube, bei dem Laden kann ich auch nichts kaufen. Ich würde nämlich gerne Bananensamen noch kaufen. Aber da brauche ich diese komischen Scherben, ne? Ananassamen habe ich. Ah, die hätte ich kaufen können. Teleporterhof. Bananen. Da brauche ich 5 von diesen komischen Dingern. Weiß ich gar nicht, ob ich die habe. Da ist auf jeden Fall keine Kokosnuss mehr drin. Schade. Aber ich wollte ja eigentlich wirklich nur mal schauen, wie es meinen Pflanzen hier geht, dass ich zu dem Frosch gehen kann. Und hier gibt es auf jeden Fall noch. Jawohl. Hier ist auch alles gewachsen. Dann kann ich ja wirklich jetzt zum Frosch gehen. Sehr gut. Ah, wollte ich gar nicht ernten, die Aubergine. Ich wollte hier zu dem komischen Gourmet-Frosch gehen und mir noch ein paar Nüsse holen. Krall, das Land wimmelt eins von frischen Früchten, seufzt. Ich wünschte, ich sehe das noch einmal. Züchtest du für mich da rosa Ding, da saftige Ding? Ja, das wächst da draußen. Ah, ich sehe, da wächst das Ding. Aber es ist immer noch klitzeklein. Komm wieder, wenn es Bombo groß ist. Hä? Sind die Melonen noch nicht fertig? Ach, der will die Melonen haben, ne? Wir brauchen noch einen Tag. Ach Mann, da war ich einen Tag zu zeitig hier. Da war ich einen Tag zu zeitig. Na gut. Da war ich einen Tag zu zeitig. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Das kriegt man noch hin. So, Krokus war hier, das war hier. Das kommt alles hier rein. Ja, ich muss unbedingt das Ding wieder in Gang kriegen. So, das kommt noch hier rein. Der Samen hier. Nautilus-Muschel hier. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist meine Kiste mit den Geoden gewesen. Taro-Knolle, das müsste hier auf der Ingwer in. Ja. Also, das kommt alles noch hier hin. Das kann ich verkaufen. Magonisam, das muss ich anschauen. Warte mal, die Knochen kann ich eigentlich auch mit hier hinpacken. So.
So, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Muschel kann ich. Habe ich, glaube ich. Obwohl, da habe ich schon 5 Stück, dann kann die auch verkauft werden. Dann kann ich die Notiz mal anschauen. Schmiedetabelle, Topaz, Smaragd, Jade, prismatisches Herbe, Verzauberung, Hinweis. Waffen können bis zu 3-mal mit Edelsteinen geschmiedet werden und können auch einmal mit einem prismatischen Splitter verzaubert werden. Werkzeuge können nur verzaubert werden, nicht geschmiedet werden. Okay, alles klar. So, kann ich jetzt wieder ein bisschen Gras sammeln? Ja, 5-mal. Das heißt, ich werde da noch ein bisschen was hin. Da noch ein bisschen was hin. Dann sieht es auf jeden Fall schon ein bisschen schicker aus. Und ich brauche aber halt wieder Fasern. Ich weiß gar nicht, ob ich die kaufen kann. So, da hatte ich noch 2 Eier. Käse. Ich müsste eigentlich nochmal ins Gewächshaus gehen und schauen, was meine Kaffeebohnen machen. Die würde ich nämlich auf jeden Fall auch nochmal wachsen lassen, gerne. Also einpflanzen. Und Preiselbeeren sind auch fertig und Blaubeeren auch. Wahnsinn. Kaffeebohne braucht noch einen Tag, okay. Kaffeebohne braucht noch einen Tag. Die Auberginen. Okay, sehr gut. Chilis und Tomaten kann ich noch. Eigentlich müsste ich das auch alles verkaufen hier. Das könnte ich eigentlich alles mit einem Schlag verkaufen. Die uralten Früchte. Ich muss mal schauen, ob ich das verkaufe oder ob ich das reinpacke. Ich glaube, die uralten Früchte, die kann ich ja zu Wein machen, oder? Das sollte eigentlich klappen. Ja, es gibt 12.000, 16 Stück habe ich da noch. Möchte ich alle verkaufen? Moment, Chili kommt hier rüber. Und Auberginen kommt hier rüber. Genau, und die verkaufe ich. Eigentlich könnte ich die auch verkaufen. Aber warte mal, die ich hier habe. Da kann ich auf jeden Fall was draus machen. Ja, jetzt komme ich hier nicht durch. Also hier kommen auf jeden Fall schöne Beete hin. Da kommen Blumen hin. Blumensamen habe ich. Ich renne immer noch hier hoch. Ich renne immer noch hier hoch. Dabei wollte ich das ja hier hinpacken. Den Ziegenkäse hebe ich auf. So, wir haben es 23 Uhr. Ich muss mal überlegen. Kupfer habe ich 43. Ja, kann ich noch ein bisschen. Kann ich noch ein bisschen Kupfer machen. So, eigentlich müsste ich hier auch noch einen Eingang hinpacken. Kann ich nicht noch ein Tor sogar bauen? Dann kann ich da nämlich ein. Ja. So, vielleicht hatte ich ja sogar noch so eine Wege übrig. Ja, 5 Stück. Das ist natürlich jetzt doof. Nein. Was habe ich denn da jetzt weggemacht? So. Kann ich da das Ding hinsetzen? Nee, das geht nicht, ne? Nein. Ach, ich bin so doof. Das ärgert mich.
jetzt das Gras wieder weggemacht habe. Ich habe zwar noch 8 Mal Fahnen, aber das reicht nicht mehr für ein Grasbüschel. Auch 10 Fasern. Naja, da muss ich noch ein paar Fasern sammeln, kommen aber hier drüben auch noch raus. Hab noch einmal Ziegenkäse, den ich unten reinpacken kann. Weil fertig ist hier nichts. Mal wie viel Käse ich habe. Eigentlich kann ich hier 10 mal verkaufen. Brauche ich nicht so viel. Gießkanne brauche ich auch noch nicht. Telefon auch nicht. Ich kann ins Bett gehen, okay. Vielleicht habe ich ja Glück und morgen ist dann irgendwann hier mal der Tee fertig, dass ich da Tee anbauen kann. Hier werde ich aber zum Beispiel keine Fässer mehr hinbekommen. Muss ich mal sehen. Wir gehen jetzt erstmal ins Bett. Beenden die Folge. Wie viel Geld haben wir gemacht? 26, 36.000. Das ist gut. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und sagt bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschüssi.